Am Samstag konnten die Freestyler beim Windsurf World Cup Sylt an den Start gehen. Bei 4 bis 5 Windstärken zeigten die Sportler großartige Tricks. Allerdings mussten die Heats infolge der Windbedingungen sehr weit draußen gefahren werden, sodass die vielen 100 Zuschauer die Details der Sprünge nicht mitverfolgen konnten. Das Wetter zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Die Menschen genossen die Sonne und den Strand. Golito Estredo wurde am Sonntag zum Weltmeister im Freestyle gekürt. Steven van Broekhoven wurde Zweiter, Kiri Tode belegte Platz 3. Bei den Damen holte sich Sarah Quita Ofringa den Freestyle-Titel. Björn Dunkerbeck und die Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt, Petra Reiber, erhielten vom Veranstalter Matthias Neumann VIP-Tickets für den Windsurf World Cup auf Lebenszeit. Traumhafte Tage am Brandenburger Strand liegen nun hinter uns. Wir zeigen Ihnen noch einmal schöne Strandimpressionen aus den vergangenen Tagen.